Nicht einmal die Götter wissen, was das Schicksal für uns bereithält. Du wirst zurückkehren, aber du wirst keine Ruhe finden. Ein einzelner Gefangener hatte das Schicksal von Hunderten geändert. Dunkelheit zieht über das Land, das Böse wird triumphieren. Mutige Gefährten, du wirst deine Wahl treffen. Velia hat mich erwählt. Und ich habe seine Macht in mir aufgenommen. Der König wird den Krieg gegen die Orks verlieren. Was ist hier passiert? Ich habe ein echt mieses Gefühl. Letzter Scheiß. Dieses Land wird auf alle Zeit den Orks gehören. Bald wird auch der letzte Morra sein Haupt vor mir neigen. Und ich, Khan, werde über dieses Land herrschen. Sie sind bloß Würmer, die wir zertreten müssen. Urakshaka! Sie sind nicht wie die Krieger von Nordmar, die sich uns immer mit Ehre gestellt haben. Jetzt sind wir die Herren hier. Nichts. Kommt! Glaubst du wirklich? Verdammt! Was ist da draußen eigentlich los? Mein König, immer noch keine Nachricht über das Schiff. Die Orks stehen vor dem inneren Ring. Dann haben wir keine Wahl. Innos führt uns in den Kampf gegen die Dunkelheit. Zu den Grabungen gebracht werden. Und ihr seht wie aus wie Morras. Nur ein toter Ork ist ein guter Ork. Unterwerft euch! Lass uns Orks jagen. Auf sie! Oh!
Anga, wo kommt ihr denn her? Wir sind vom Schiff runter und euch in Richtung Dorf gefolgt, als uns Lester entgegenkam und irgendwas von Orks redete. Also sind wir um das Dorf rum, um die Orks von beiden Seiten in die Zange zu nehmen. Aber viel drauf hatten sie eh nicht. Was wirst du jetzt machen? Das, worauf ich schon viel zu lange gewartet habe. Ich werde in die Hauptstadt gehen. Es gibt dort noch gewisse Leute, mit denen ich ein Hühnchen zu rupfen habe.
Hier steht was über Alchemie. Anfang zogen die Nomaden über das Land und der ewige Wanderer führte sie. Was hast du getan? Die Orks hätten uns am Leben gelassen. Jetzt werden nur noch mehr von ihnen kommen. Du musst Wachen für das Dorf finden. Was ist passiert, bevor wir eintrafen? Die Orks suchen immer nach neuen Sklaven. Adair war bis vor kurzem noch frei. Frei von Orks, aber leider auch frei von Rebellen. Die Orks kamen einfach her und haben das Kommando übernommen. Arbeitsfähige Bauern, Schmiede, Alchemisten und einfache Bewohner wollten sie mitnehmen. Wohin bringen sie die Sklaven? Meistens zu alten Tempeln, Ruinen oder zu den Minen. Eigentlich immer dorthin, wo man mit einer Schaufel, Spitzhacke oder Hammer etwas freilegen kann. Suchen die Orks etwas? Wer weiß, vielleicht nach vergrabenen Schätzen?
Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Wo finde ich Leute, die das Dorf bewachen? Ein paar Tage vor euch ist ein gut bewaffneter Mann ins Dorf gekommen. Er heißt Tristan. Die Orks haben ihn auch versklavt, aber er ist noch hier. Vielleicht weiß er, wo du Männer auftreiben kannst. Du hast gut gekämpft. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut bei deiner Statur. Hey, mach mal halblang, du Hungerhaken. Tut mir leid, wegen. Schon gut, auch wenn es nicht so aussieht, es sind fast alles Muskeln. Wo kommst du eigentlich her und warum siehst du so abgemagert aus? Ich komme aus Korinnes. War eine lange Reise mit dem Schiff und ich mag keinen Fisch. Wir haben dir viel zu verdanken. Ein schönes Gemetzel. Es ist eine wahre Freude, an der Seite von so guten Kriegern zu kämpfen. Ich bin Tristan, der Bogenschütze. Hamla braucht Unterstützung für das Dorf. Er hat Angst, dass die Orks wiederkommen. Ah, das ist in der Tat ein Problem. Die Orks sind in letzter Zeit ziemlich unruhig hier an der Küste, so nah an der Barriere. Aber ich weiß, dass sich im Wald ein Lager der Rebellen befindet. Ich kann dich hinbringen, dann kannst du mit ihrem Anführer reden. Was kannst du mir über die Situation hier sagen? Hier in diesem Kaff? Nicht viel. Ich bin vor ein paar Tagen angekommen, war etwas unvorsichtig und so haben mich die Orks geschnappt. Aber ich denke, du meinst eher in Myrtana? Die Paladine des Königs hatten bis vor kurzem noch Faring und Vanguard voll unter Kontrolle, bis der Schwarzmagier kam. Zardas. Er hat es irgendwie geschafft, dass die Paladine und Magier des Königs keine Magie mehr wirken konnten. Das war das Ende. Die Orks stürmten die Burg von Faring und später auch die Stadt Vanguard. Doch die Magier des Königs schützen die Burg von Vanguard mit einer magischen Barriere, die niemanden rein oder rauslässt. Tja, und seitdem ist der König mit etlichen Orks in der Barriere gefangen und der Rest der Ork-Armee warten vor der Barriere. Woher weißt du das alles? Ich war in einem Trupp hinter den Reihen der Orks. Wir haben die Armee verfolgt und immer wieder aus dem Hinterhalt angegriffen. Wir lauerten in den Schatten, wenn ein orkischer Trupp den Wald durchquerte. Wir waren der windschnelle Schrecken, der die Besatzer niederstreckt, ehe sie die Waffen gezogen haben. Und wie kommst du hierher in dieses Kaff? Nachdem Faring und Vanguard gefallen waren und der Krieg verloren war, haben sich die Königstreuen in den Untergrund verkrochen.
Ein paar von uns sind verborgen in den Städten, der Rest bereitet sich tief in den Wäldern auf den Gegenschlag vor. Ich sollte an der Küste Ausschau nach Helfern, wie euch halten. Weißt du, wie Zardas den Magiern und Paladinen ihre Magie genommen hat? Ich war immer hinter den Orks und weit weg vom eigentlichen Kampf und jeglichen Magiern und Paladinen, also nein. Aber ich weiß, dass es irgendwas mit ihren Runen zu tun hat. So, und jetzt werde ich erstmal meine Ausrüstung suchen. Die muss auch noch hier irgendwo sein.